Der Musiker, Pädagoge und Jazzvorreiter Rolf Abra ist heute ausgezeichnet worden mit dem Toni-Rus-Preis, mit dem Ring, mit einer großen Ehre. Ja, wie war das Feeling vorher, als Rolf Abra erfahren hat, dass er diese Auszeichnung bekommen wird? Also die Überraschung war natürlich sehr groß, weil ich habe mir überhaupt nicht vorstellen können, wieso sie gerade auf mich gekommen ist. So wie der Blitz schlägt ein, wo er will, sozusagen, so ist mir vorgekommen. Und natürlich habe ich mich sehr gefreut über diese Auszeichnung, aber vor der heutigen Veranstaltung hatte ich schon einen Motzbammel, wie man so sagen kann, eventuell. Also ich war sehr nervös. Ich mag das an und für sich nicht so gern. Das hat man vielleicht ein bisschen mitgekriegt heute. Ja, ich bin kein großer Redner. In der Rede, in der Ansprache von Reinhold Bilgeri hat man Sie ein bisschen persönlicher kennengelernt. Er hat erzählt, Sie sind, wie Sie schon eben gesagt haben, eher ein bisschen ein Schüchterer, aber als Freund immer da. Wie war es, heute im Rampenlicht zu stehen und auch die Freunde bei sich zu haben? Na, was kann ich dazu schon sagen? Natürlich, man badet darin. Jetzt, nachdem der offizielle Teil vorbei ist, kann ich es natürlich wirklich erst richtig genießen, aber es ist wirklich wunderbar und es sind so viele Leute da, die ich lange nicht mehr gesehen habe und die ich sehr gern mag und ja, einfach nur Freude heute. Die Auszeichnung des Toni-Rus-Preises, was bedeutet sie für Sie selbst und was werden Sie damit anfangen? Ja, ich meine, die Auszeichnung gebührt ja nicht nur mir allein, sondern mir ist schon bewusst, dass es auch für eine Auszeichnung oder ein Wahrnehmen der ganzen Szene ist, die ich ein bisschen repräsentiere. Und ja, was bleibt mir anders übrig als weitermachen? Was kann man von Rolf Abra in der Zukunft noch erwarten? Was wird uns erfreuen? Ja, ich hoffe, dass ich das Verhältnis zwischen Unterricht und Musik machen oder Musik schreiben ein bisschen zugunsten von Musik schreiben rücken kann. Also ich habe jetzt kürzlich einmal zum ersten Mal was für Orchester geschrieben und das hat mir schon sehr gefallen. Das würde ich gerne nochmal machen.